Mai 1968. Einladung Mishimas zum Abendessen bei sich zu Hause. Weitere Gäste: Takeshi Muramatsu, Literaturkritiker und Experte für französische Literatur, ein Mann vom Schlage der Action Française-Typen. Ähnliche Mischung aus nationalistischen Ansichten und Intelligenz, wie sie dort zu finden war. Und ein ranghöherer Offizier der Jietai, der japanischen Armee, deren offizielle Bezeichnung Selbstverteidigungsstreitkräfte lautet. Erstaunlich, in welchem Luxus Mishima lebt. Moderne zweistöckige Villa, etwas von der Straße zurückgesetzt in einem stillen Vorort Tokios am südwestlichen Stadtrand. Für japanische Verhältnisse ziemlich großer Garten, in der Mitte eine Apollo-Statue auf einem Sockel mit eingelegtem Mosaik. Habe es mir nicht genauer angesehen. Alles blitzsauber und frisch gestrichen, schwarz und weiß vorherrschend. Solides Haus mit Steinmauern, weiß gestrichen. Das Hausmädchen an der Tür in Häubchen und Schürze. Wurde durch eine Halle geführt, angefüllt mit Mobiliar, schwere Vorhänge, seitlich der Eingangshalle eine steile Treppe hinauf zu einem Alkoven, wo Drinks und Imbiss gereicht wurden. Ein reichhaltiger Getränkewagen, dem Mishima nicht von der Seite wich. Aggressive Unterhaltung. Wurde bisher von keinem Japaner mit so vielen Fragen unter Beschuss genommen. Mishima fing damit an. »Warum interessieren Sie sich für uns Rechtsradikale?« Er begleitet diesen Satz mit monströsem Gelächter, ohne mir die Chance für eine Antwort zu geben. Muramatsu beißend und klug. Bin selten schärferer Intelligenz begegnet. Fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, nervöser Typ mit buschigen Augenbrauen. Abendessen unten in der Halle von Yoko serviert, die sich weder zu uns setzte noch mit uns sprach. Mishima behandelte sie wie eine Bedienstete nach japanischer Art. Nach dem Essen Brandy und Zigarren. Kenne keinen zweiten japanischen Intellektuellen, der seine Gäste in so vollendet westlichem Stil bewirtet. Weiß nicht, ob ich Mishimas selbst eingestandenen Rechtsradikalismus ernst nehmen soll. Eher ein Scherz? Trotzdem umgibt ihn geladene Atmosphäre, fühlt er mich innerlich angespannt. Henry Scott Stokes, Yukio Mishima, Leben und Tod.